Shalom, Shalom. Herzlichste Grüße aus Uganda wieder. Ich höre, es schneit bei euch, aber ihr Lieben, bei uns scheint die Sonne, wir haben Badewetter. Ja, wir sind besonders gesegnet in Uganda. Heute hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt, und zwar der Gott, der uns segnen will. Und ihr Lieben, ich habe schon einmal darüber gesprochen, aber heute möchte ich es noch einmal betonen, weil ich es wirklich erkenne, dass die Liebe zum Geld wirklich die Wurzel allen Übels ist. Und genau in diesen Zeiten jetzt, wo diese ganzen Fundamente, die wir uns als eigene Sicherheiten geschaffen haben, ins Wanken kommen, wo ist unsere Sicherheit? Wie steht Gott zum Geld? Wie möchte er uns segnen? Und da möchte ich gerne euch drei Schriftstellen vorlesen. Die erste ist 2. Korinther 9,8. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In Johannes 10,10b: Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. 3. Johannes 2: Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Ja, wisst ihr, jeder irdische Vater ist glücklich, wenn sein Kind gesund und geliebt und erfolgreich ist. Und um wie viel mehr der himmlische Vater, der beste Vater aller Väter ist. Aber warum erleben so wenige Menschen diesen segnenden Gott? Was ist der Schlüssel, um in diesen Strom des Segens Gottes zu kommen? Im Hebräer 11,6 heißt es: Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Die, die ihn suchen und lieben, wird er also belohnen. Ja, als vor zwei Jahren, schon einige Jahre her, meine kleine Tochter Angel und eine Gruppe von uns, die nach Europa flogen, waren an unserem Gebetsaltar. Und meine Tochter war noch sehr klein, aber sie stand da mit uns und wir knieten vor dem Gebetsaltar. Und wir hatten offene Hände ausgestreckt auf dem Altar. Und plötzlich spürte ich, wie jemand einen Schlüsselbund in meine Hand legt. Ich machte meine Augen auf und sah, dass es meine kleine Tochter Angel war. Ich sagte: Herr, willst du mir etwas dazu sagen? Und er sagte: Ja, die Schlüssel zu deinem Leben liegen in deiner Hand. Ich habe mein ganzes Leben lang erleben dürfen, dass der Schlüssel zum Segen wirklich in meiner Hand liegt. Der Schlüssel zum Segen Gottes. Wenn wir Gottes Anweisungen erfüllen, wenn wir ihm glauben, dass er gut ist und er wirklich ein Gott ist, der zu seinen Verheißungen steht, dann werden wir erfahren, dass er nur segnen möchte. Und so möchte ich jetzt über einige Schlüssel sprechen. Denn ich sehe eine solche Gebundenheit von Menschen dieser Welt. Wisst ihr, man braucht nicht reich sein, um die Liebe zum Geld zu haben, sondern auch die Armen haben Liebe zum Geld oft, und dann sind sie kaufbar. Dann bist du manipulierbar. Wenn du Geld zum Zentrum deines Lebens machst und deinen Wert an dem misst, wie viel Geld du hast oder wie wenig du Geld du hast. Also der erste Schlüssel, den ich euch rate, den Segen Gottes freizusetzen, ist der Zehnte. Davon lesen wir im Kapitel 3 von Malachi, Vers 7 bis 12. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht. Denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe.
Ihr Lieben, ich kenne keine einzige Schriftstelle der ganzen Bibel, wo Gott uns sagt, wir können ihn auf die Probe stellen. Also es heißt, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Gott. Das ist im letzten Buch, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament wird es wiederholt. Und zwar in Matthäus 23, 23. Da sagt Jesus, euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimmer gehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Also es ist etwas, das Gott uns im Alten Testament sagt, aber auch im Neuen wiederholt. Wenn du 10% von deinem Gehalt, von deinem Einkommen, von allem, was du hast und bist, Gott gibst, dann wirst du einen Segen freisetzen, den du gar nicht mehr weißt, wie du ihn unterbringen kannst. Ich erlebe es. Wisst ihr, als ich noch in Österreich lebte und die Kirchensteuer jedes Jahr kam, da habe ich mich furchtbar aufgeregt und gedacht, das ist doch gemein, dass die da etwas von mir fordern, die Kirche. Ich möchte das freiwillig machen. Und es war jedes Jahr war das für mich ein Kampf, diese Kirchensteuer zu zahlen, weil ich mich so manipuliert fühlte. Und als ich dann mit 33 Jahren nach Amerika berufen wurde von Gott, war ich so froh, dieser Kirchensteuer entronnen zu sein. Aber ihr Lieben, es waren keine zwei Sonntage später, dass eine Predigt in dem Gotteshaus, wo ich war, gepredigt wurde über den Zehnten. Und dann habe ich gesagt, Herr, die katholische Kirche braucht nur 1%, jetzt muss man 10% zahlen. Ich bin vom Regen in die Traufe gekommen. Dann hat der Herr gesagt, ja, du wolltest doch freiwillig, jetzt hast du die Wahl, freiwillig mir zu gehorchen, 10%. Ich sage euch, ich habe einige Wochen gekämpft mit dem Entschluss, weil ich ein Mindestgehalt hatte. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt 10% davon noch gebe, dann habe ich noch gekämpft, ob das brutto oder netto sein soll. Dann hat der Herr gesagt, hängt davon ab, ob du brutto Segen oder netto Segen möchtest. Also habe ich mich für den Bruttosegen entschieden und dann habe ich mit Furcht und Zittern diese 10% abgegeben, wo er mir gezeigt hat, und zwar an Quellen, wo ich Nahrung bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt noch meine Rechnungen zahlen kann. Ich will ja verantwortlich sein. Und dann habe ich immer wieder gesagt, Herr, ich stelle dich jetzt auf die Probe. Er sagt, wir sollen ihn auf die Probe stellen, ob er dann nicht die Schleusen des Himmels öffnet und so segnet. Ihr Lieben, es stimmt. Ich habe dann kurze Zeit darauf ein Haus am Rande eines Nationalparks angeboten bekommen für eine Miete, die lächerlich war, vollkommen eingerichtet mit 4 Schlafzimmern, mit 2 Badezimmern, herrlichen Garten, Küche, Wohnzimmer. Und wirklich zu einem ganz geringen Preis. Und das war ein Ehepaar, er war Pastor und die haben das gebaut für ihre Pensionierung. Die Frau, der Mann ist vorher gestorben, Entschuldigung, und die Frau war in einem Altersheim. Also konnten sie das Haus nicht beziehen und die Kinder mussten es vermieten. Und sie haben mir es vermietet für $100 pro Monat, alles inbegriffen. Und ich habe damals in einem Hotel gearbeitet, wo eben überhaupt in dem ganzen Ort wollte jeder arbeiten. Deshalb waren das Angebot an Leuten, die arbeiten wollten, war groß, aber der Verdienst war klein. Aber ich sage es euch,
ich habe keinen Mantel mehr gehabt von dort an. Und ich habe dann Kleider geschenkt bekommen und es kam zum Beispiel eine Frau von New York und eine von Michigan zu mir und sagt, unabhängig voneinander, Maria, ich habe eine Arbeit, wo ich nicht oft die gleichen Kleider tragen kann und ich möchte dich segnen mit meinen Kleidern, du hast die gleiche Figur wie ich, gib mir deine Adresse, ich schicke dir alles. Ihr Lieben, ich bin mit Modellkleidern aus New York durch die Gegend gerauscht und habe aber ein Mindestgehalt gehabt, okay? Also, ich habe dann wirklich den Zehnten gegeben. Und, aber nur an einem Monat, ihr Lieben, habe ich mir gedacht, also diesen Monat kann ich nicht, aber dafür zahle ich im nächsten Monat das Doppelte. Wisst ihr was? An diesem Monat ist mir von meinen 3 neuen Autoreifen einer geplatzt. Und dann wusste ich, der Feind hatte kein Verbot. Er konnte mich angreifen, denn ich habe nicht gehorcht. Ja. Okay. Aber ich kann euch nur raten, gebt den Zehnten, freudig, brutto, und dann gebt noch alles, was Gott euch, wo Gott euch zeigt. Und denkt nicht, das brauche ich noch. Gott wird dich versorgen mit, sogar mit viel mehr. Viel mehr. So, ganz deutlich sind die Worte der Bibel auch zu dem, was passiert, wenn wir Gott nicht den Zehnten geben und sich unser Herz immer mehr in der Gier und Jagd nach Geld verliert. Das Wort Gottes sagt, und zwar im Epheser 5,5, ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Was betest du an? Dein Auto? Was betest du an? Das ist dein Götze. Und ich bitte dich, kehre um und mach Gott zum Zentrum deines Lebens. Er will deine ganze Anbetung, er will deine ganze Hingabe, er will dein ganzes Vertrauen, er will deinen Glauben. Und dann wird der Strom des Segens fließen. Inzwischen, ihr Lieben, brauche ich jedes Jahr um dieses Werk in Afrika mit diesen Tausenden von Kindern und den permanenten Erweiterungen brauche ich 5 Millionen Euro im Jahr. Und sie kommen ohne einen Bettelbrief. Sie kommen. Und eines glaube ich sagen zu dürfen, wir haben keine Korruption in unserem Werk. Wenn es eine gibt, dann vertrauen wir immer, dass sie sofort ans Licht kommt und sie kommen ans Licht. Und diese Menschen werden, die müssen gehen und das wissen sie schon nach Einstellung. Korruption wird bei uns nicht geduldet und das ist ein sofortiger Kündigungsgrund. Ja, jetzt möchte ich euch noch sagen, Habgier, wisst ihr, haben, haben, haben. Der Herr möchte dich segnen. Er sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Aber er sagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere, alles wird euch zufallen. Aber darf ich euch jetzt ein paar Sachen vorlesen, wo wir sehen, was Habgier bewirkt. Erstens einmal, es bringt Unglück für die Familie. In Sprüche 15,27 lesen wir, unehrlich erworbener Besitz stürzt ganze Familien ins Unglück. Aber wer sich nicht bestechen lässt, wird leben. Wenn du die Liebe zum Geld in deinem Herzen hast, dann bist du bestechbar. Und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir als freie Menschen leben. Zweitens wird es Enttäuschung bringen. Prediger 5,9. Wer am Geld hängt, wird davon nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier noch mehr getrieben werden. Immer mehr, mehr, mehr. Ein Habgieriger ist nie zufrieden. Er glaubt nie, er hat genug. Dann wird es Spott freisetzen. In Jeremia 17,11. Wie ein Vogel, der sich über Eier setzt, die er nicht gelegt hat, so ist, wer Unrecht gut sammelt. Denn er muss davon, wenn er es am wenigsten denkt und muss zuletzt noch Spott dazu haben. Meine Mutter hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen.
du kannst nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, alles zu verschenken, bevor der Herr mich heimruft. Und darum sage ich ihm auch immer, bitte informiere mich, wann wir abzwitschern in die Herrlichkeit. Ich möchte alles vorher schon verschenkt haben. Dann bringt die Liebe zum Geld Trennung von Gott. Das habe ich schon gesagt jetzt, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Mir wurden schon Milliarden Dollar angeboten, um Afrika zu verändern, von riesigen Fonds. Und die sofortige Reaktion meines Herzens war nein. Denn wenn dieses Geld in dieses Werk fließt, dann wird nicht mehr Jesus im Zentrum sein, nicht mehr Gott, sondern dieses Geld. Und ich bin dankbar, dass ich es abgewiesen habe, denn ich bin draufgekommen, das war von Fonds, die nicht göttlichen Ursprungs sind. Fünftens, Anklage kommt. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen, euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Ja, ihr werdet sagen, ja, du Maria, du hast auch viele Gebäude. Ja, wisst ihr, ich habe kein einziges Gebäude, um mir eine Identität zu geben. Alle diese Gebäude hat Gott mir gezeigt, soll ich bauen, weil sie notwendig sind. Ich kann keine Schule haben ohne ein Gebäude, kein Krankenhaus ohne Gebäude, kein Kindergarten. Und die Leute brauchen Wohnungen. Und deshalb bauen wir, wie Gott mir den Auftrag gibt. Im ganzen Werk, wir haben schon weit über 300 Gebäude gebaut, ist jedes Gebäude von Gott als Auftrag gekommen, als Vision. Und in jedem Gebäude haben wir eine Bibel im Fundament. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten wir umsonst. Und in diesen Bibeln sind Gebetsanliegen, was wir möchten, was der Herr in diesem Haus vollbringt zu seiner Ehre, zum Segen von Tausenden von Menschen und auch zu unserer Freude. Dann ist die Liebe zum Geld Not, bringt Not. In Sprüche 21,12: Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Willst du das? Gibt es noch eine Schriftstelle in Sprüche 28,27? Wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Und dann, glaube ich, in Sprüche 19,18 oder 18,17 steht: Was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Ihr Lieben, Gott lässt sich nichts schuldig bleiben. Der wird euch zurückgeben. Also am allerbesten investiert ihr in die Armen. Aber keiner von uns kommt ohne Geld aus. Wir alle brauchen Geld zum Leben. Das Geld selbst ist nicht schlecht, ist neutral. Aber die Gier nach Geld und die Korruption ist schlecht. Die Frage ist, wie sich der Mensch vom Geld beeinflussen lässt. Wisst ihr, ich sage immer, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, kannst mir Aufträge geben, wie du willst, aber du musst bezahlen. Und das tut er. Nicht mehr, als notwendig ist. Oft stehen wir an der Wand und sagen, Herr, wie schaffen wir es durch diese Woche? Wieder, wenn wir für über 1000 Mitarbeiter die Löhne bezahlen müssen. Und er hat uns noch nie im Stich gelassen. So, und jetzt möchte ich sagen, die geistlichen Regeln zu einem guten Umgang mit Geld sind: erstens, gib deinem Einkommen entsprechend. In 5. Mose 16,17: Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Gott verlangt nie etwas von uns, was wir nicht haben. Aber was wir haben, darf er darüber verfügen. Dann gib deinem Einkommen dann gib, ohne dabei zu prahlen. Matthäus 6,3: Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte Hand tut. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach nicht das tun, um bei anderen andere zu beeindrucken, sondern dass wir es tun, weil wir Gott lieben und weil Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Armen zu segnen. Dann sei bescheiden, wenn du gibst. Römer 12,8:
Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Dann, Gott liebt einen fröhlichen Geber. 2. Korinther 9,7, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig und oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Amen. Werde ein herzhafter Geber. Werde ein Geber, bis es weh tut manchmal. Wisst ihr, meine kleine Tochter Angel, und es sind auch andere Kinder, aber ich erlebe natürlich meine Tochter Angel am nächsten, die hat ein gebendes Herz. Kam ein armer Mann am Gebetsberg, der einige kleine Kinder hat, und dann sagte ich nur so nebenbei zu meiner Tochter, Angel, das ist ganz ein armer Mann und der hat ganz arme Kinderlein und auch Mädchen. Und dann hat sie gesagt, ist sie verschwunden. Kommt mit einem Stapel ihrer schönsten Kleider. Denke mal, nein, die nicht. Aber der liebe Gott hat gesagt, sei still und lass sie handeln. Und sie gab diesem armen Mann ihre schönsten Kleider. Nachher habe ich sie gefragt, habe ich gesagt, Angel, warum hast du die schönsten Kleider hergegeben? Sagt sie, Mama, krieg doch wieder neue. Der Papa gibt mir doch wieder noch viel Besseres und aus denen wachse ich sowieso schnell heraus. Mein Kind hat ein gebendes Herz. Sie ist eine Liebende, sie ist eine Gebende. Und das sollen wir auch unseren Kindern beibringen, ihr Lieben. Sie sollen lernen zu geben, dann werden sie ein reiches Leben haben. Im Johannes, der erste Schlüssel, es gibt den Zehnten. 10% deines Einkommens, deiner Zeit, gehören gar nicht dir, die gehören Gott. Und du weißt schon, wie Diebe behandelt werden. Du stiehlst von Gott, wenn du dieses Geld für dich in Anspruch nimmst. Ich habe auf meinem Konto einen Dauerauftrag. Das Geld sehe ich nie, es geht mir auch nicht ab. Der Zehnte geht jeden Monat von alleine weg. Gut, das nächste ist geben. Im Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und diese Schriftstelle zeigt uns den Charakter Gottes. Gott ist Liebe und aus dieser Liebe heraus handelt er und macht uns ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist Jesus Christus. Jesus Christus war das Opfer. Und dieses Opfer war der Grund dafür, dass wir alle in das Haus des Vaters kommen können. Und wisst ihr, ich habe diese Ostern einen Gedanken gehabt, den ich noch nie vorher hatte. Und zwar kam mir die Frage, warum kam Gott Vater nicht selbst? Warum hat er seinen Sohn geschickt? Wisst ihr, was die Antwort war? Der Vater hat zu mir gesagt, Maria, es wäre für mich viel leichter gewesen, den Preis selbst zu bezahlen, als zusehen zu müssen, wie mein Sohn gequält wird, wie mein Sohn von den Menschen behandelt wird und dass ich selbst meinen eigenen Sohn mich abwenden musste, als er zur Sünde wurde. Ich habe den schwereren Platz gewählt. Und dann wurde mir bewusst, für mich wäre das Schlimmste, wenn sie meine Kinder vor mir quälen würden, damit ich mich lossage von Jesus. Lieber würde ich es selber erleiden. Und da habe ich mit meinen Kindern drüber gesprochen, denn in der Offenbarung steht, sie haben ihn überwunden, die Christen haben ihn, den Teufel, überwunden, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Dann habe ich meine Kinder gefragt, habe ich gesagt, ihr Lieben, was kann das bedeuten? Und dann sagen die Kinder zu mir, kleine Kinder, ich glaube, ich habe es schon an einem anderen Tonband erwähnt, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja. Dann habe ich zu den Kindern gesagt, wisst ihr, Kinder, das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann, was mir passieren könnte, wäre, wenn sie euch von mir quälen, damit ich mich von Jesus lossage. Dann sagen diese Kinder, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Sagten sie, Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen.
Und dann wusste ich, das ist aus dem Glauben Gottes geboren. Also Gott gab sein Allerliebstes und er erwartete eine reiche Ernte. Und die Bibel ist ein Buch des Gebens, weil es ein Buch von Gott ist. Gott ist ein Geber, kein Konsumer. Und lasst uns doch Nachahmer Gottes sein und immer mehr lernen, was es heißt, zu geben. Nicht nur in finanzieller Hinsicht. Wir können auch ein Lächeln geben, unsere Freundschaft, unser Wohlwollen, unser Vertrauen, unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit, unseren Glauben und so weiter, unsere Gastfreundschaft. Im 2. Korinther 9,6 lesen wir, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Wir wissen aus dem Epheserbrief 2,10, dass wir zu guten Werken geschaffen sind, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also wenn wir Gott täglich darum bitten, dass er uns zeigt, welche guten Werke er für uns vorbereitet hat, und dann dort sehen, wo er es uns zeigt, werden wir eine reiche Ernte bekommen. Und zwar so, wie wir es uns im Herzen vorgenommen haben. Nicht aus Unwillen oder Zwang, sondern mit Freude, weil Gott uns bereits gesegnet hat. Ich war neulich bei einer Konferenz von Leitern aus der Regierung und jemand hat mir vor 2 Jahren eine wunderschöne lange Perlenkette geschenkt. Ihr kennt sie von einigen YouTubes. Und eine dieser Frauen, die sehr nahe beim Präsidenten arbeitet, hat immer diese Kette bewundert und die hat ihr so gut gefallen. Und dann sagt der Herr zu mir, schenk sie ihr. Es war ein bisschen eine Überraschung für mich, weil ich diese Kette auch geliebt habe. Aber ich habe gesagt, okay Herr, ich gehorche. Und ich habe diese Kette geschenkt. Und sie war total schockiert. Und ich weiß, diese Kette setzt jetzt etwas frei bei dieser Frau. Nämlich, hängt nicht davon ab, wie viel wir geben, sondern wie viel es uns kostet, das, was wir geben. Okay, aber das Geben bezieht sich nicht nur auf die Finanzen, sondern auf das gesamte Leben. Gott möchte uns herausholen aus dem Kreis um uns, dem Kreisen um uns selbst. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns wir. Wir sollen erkennen, wir sind Gesegnete, um andere zu segnen. Wir bekommen, um anderen zu geben. Und jetzt möchte ich euch sagen, welche Sachen es gibt, die wir noch, wo wir noch geben können. Wir haben Ohren bekommen, damit du anderen zuhören kannst. Es ist wichtig, den Menschen zuzuhören. Zu hören, wo tickt der Mensch. Wir haben einen Mund bekommen, um anderen Mut zu machen, um andere zu trösten, um andere aufzubauen, um andere zu loben, um andere zu warnen. Wir haben Beine bekommen, um den Weg Gottes zu gehen und zu den Menschen zu gehen, die uns brauchen. Wir haben Hände bekommen, um zu helfen. Wir haben Besitz bekommen, damit wir ihn teilen können. Wir haben ein Haus oder eine Wohnung bekommen, damit wir anderen Geborgenheit schenken können. Also alles, was dir Gott gegeben hat, ist ein Mittel als Segen für andere. Und je mehr du dich an andere verschenkst und von deinem Segen abgibst, desto mehr wirst du erleben, wie Segen auch wieder zu dir zurückfließt. Wisst ihr, ich hatte eine Mutter, die war eine Geberin, in dem Ausmaß, wie ihr Rahmen war. Sie war eine fantastische Köchin, eine Bäckerin. Kein Gast kam zu uns, ohne in wenigen Minuten entweder Tasse Kaffee mit Kuchen zu haben oder ein gutes Mittagessen. Sie hat jeden beschenkt. Und meine Mutter hat mich sehr ermutigt, Menschen zu Lebzeiten Blumen zu schenken, denn auf den Gräbern sind sie vergebens. Und da ich Blumen sehr liebe, habe ich damals wirklich sehr viele Sträuße verschenkt. Bei jeder Gelegenheit. Blumen, Blumen, Blumen. Und heute, ihr Lieben, bin ich umgeben von blühenden Bougainvilleen. Hier blüht es das ganze Jahr. Und ich habe so viele Blumensträuße bekommen, die bestimmt schon 100-mal mehr sind, als ich verschenkt habe. Ja, 2-mal hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, ein Auto zu verschenken an Missionare. Und ihr Lieben, zu meinem 60. Geburtstag habe ich einen neuen BMW bekommen. Aber wie ich mein Auto verschenkt habe, bin ich wieder auf mein Fahrrad zurück
gekommen, bin mit dem Fahrrad gefahren. Sehr gesund, Fahrrad zu fahren. Also alles, was ich im Leben losgelassen und wirklich mit frohem Herzen gegeben habe, weil Gott mir die Gelegenheit gab, kam ein reicher Segen zurück. Und ich glaube, dass ich heute aufgrund des jahrelangen Gebens wirklich mit Segen überschüttet werde, der wiederum Tausenden von Kindern in Afrika hilft. Ja, darf ich euch jetzt vorlesen, vom, was Paulus schreibt in 2. Korinther 8, 2-5, über die Gemeinde in Mazedonien. Wisst ihr, wir glauben, nur die reichen Leute können geben. Nein, nein, das ist ein Auftrag für jeden. Da schreiben die, obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Ja, das Wesentliche ist, dass wir uns als Menschen mit allem, was wir sind und haben, total an Gott hingeben. Amen. Ihr könnt noch weiteres lesen in meinem Buch. Und zwar heißt das Buch Lola Gola. Da schreibe ich über viele Eigenschaften Gottes, die wir neu erkennen müssen. Denn er ist ein gebender Gott. Okay? Aber eines rate ich dir noch. Erstens einmal möchte Gott aus jedem von uns Geber machen, denn er hat die Welt so sehr geliebt. Und wenn er uns lebt, liebt er die Welt auch. Und er ging uns voraus mit einem guten Beispiel. Und das Geben hat oft auch Schmerzen zur Folge. Doch je mehr wir geben, desto mehr werden wir erleben. Je mehr uns der Geist der Armut beherrscht, umso versperrter werden wir, tot, verurteilend, eng. Und beginn mit dem, was du hast. Gib im Verhältnis zu dem, was du hast. Gib bei jeder Gelegenheit, die dir gegeben wird. Du musst gar nichts suchen. Gott ist dein Vorbild. Er war motiviert durch Liebe und ließ dieser Liebe Taten folgen, durch die eine große Ernte entstand. Du bist Teil dieser Ernte. Hör erst auf zu geben, wenn Gott dir nichts mehr gibt. Und da bitte ich dich wirklich, fang an, ein herzhafter, ein fröhlicher, ein großzügiger Geber zu werden. Und du wirst so die Liebe Gottes erkennen, dass du vom Staunen nicht mehr herauskommst. Ich könnte stundenlang reden über dieses Thema, denn es wurde zum Hauptthema meines Lebens. Gib und du wirst empfangen. Aber wisst ihr, ich gebe einfach. Dieses Empfangen kommt von selbst. Gott überhäuft mich und überschüttet mich mit Freude, mit Anerkennung, mit Überraschungen, die mich total überwältigen. Und ich mach noch ein oder zwei Tonbänder zu diesem Thema, denn es ist das Schlüsselthema. Wenn wir einmal herauskommen aus dem Konsumdenken, was mich glücklich macht, und hineinkommen in das Gebendenken, was macht den anderen glücklich? Was braucht er? Wo hat Gott mich berufen zu dienen? Dann wirst du sehen, dein Leben wird reich. Und du wirst gar nicht mehr wissen, wohin mit den Segnungen, die Gott dir gibt, weil er segnet, die ein Segen sind. Und wir müssen gesegnet werden, um ein Segen sein zu können. Und so habe ich auch jahrelang gebetet, Herr, segne mich so sehr, dass alle Menschen, die mein Leben beobachten, sagen müssen, ob sie es wollen oder nicht, du dienst einem wunderbaren Gott. Ihr Lieben, ich diene einem großartigen Gott, einem wunderbaren Gott. Und ich bin so dankbar, dass meine Mutter diesen Samen in mein Herz gelegt hat. Und gesagt hat, gib, wo du Not hast. Manchmal war ich so einsam und alleine, sagt sie, Maria, denk halt an jemanden, der noch einsamer ist wie du, und dann verbring doch Zeit mit der Person und mach das gemeinsam. Und du wirst sehen, ihr werdet beide gesegnet werden. Und so habe ich immer geschaut, wo habe ich Not? Und dort habe ich dann gegeben. Wenn du Freunde brauchst, werde ein Freund zu jemandem.
Wenn du Liebe brauchst, fang an zu lieben. Wenn du Anerkennung brauchst, fang an, andere anzuerkennen. Sehe, wo du Not hast. Und du wirst sehen, dein Leben wird reich werden, extrem reich. Und ich möchte, dass alle meine Geschwister weltweit, die Jesus Christus gehören, die Gesegnetsten sind, in jeder Hinsicht. Nicht materiell alleine. Das Materielle folgt, aber zuerst, dass du ein Mensch der Freude bist, des Friedens, des Glaubens, der Hoffnung, der Zuversicht, dass aus dir die Herrlichkeit Gottes strahlt und Menschen wollen, was du hast. Shalom, Shalom.